Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2. So. Hätte ich nicht gedacht, dass unser Trip da unten hin doch so lange dauert. Es ist tatsächlich sogar mehr als eine Folge geworden schon. Lass uns interessant. Loslegen. Mit was genau, meine Dame? Ich bin für alles offen. Oh, ist direkt die nächste Parktasche. Wow. Halt gerade ein bisschen auf OBS geachtet. Aber ich weiß nicht, in der also jetzt gerade geht's, aber in der letzten Aufnahme, da hat in OBS die Vorschau schon wieder ganz schön gestockert. Ich weiß nicht, was OBS ab und zu hat. Jetzt sieht die Vorschau in OBS richtig super smooth aus. Obwohl ich weder OBS noch meinen Rechner neu gestartet habe. Ich habe keine Ahnung. OBS ist und bleibt ein Rätsel. Was? Oh. Ja, immer diese Kredite. 8000, ey. Eieieiei. Das ist aber kein Pappstiel, du. Das ist ja schon eine schmerzhafte Erinnerung an unser Kapitalsystem. Whatever. Okay, da vorne geht's runter. Gut zu wissen. Ey, das ist halt so. Wenn du halt eine Weile ATS gespielt hast, dann kommen dir diese 80 km/h halt so unendlich langsam vor. Ist schon echt verrückt. Ich komme mir gerade vor, wie als wenn ich hier mit 30 durch eine Parkstraße Tucker rolle. Irgendwie, keine Ahnung. Oder, wo kommt der her? Was ist hier los? Darf ich jetzt? Danke. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Immer geradeaus. Thank you.
Aber das plötzliche Grünwerden hat mich nervös gemacht. Bitte rechts halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, wir wollen nö, guck mal nach da. Eine Route finden. So, 2 Uhr. Dunkel, Berlin. So, DRL, schauen wir mal von hier, was wir hier für Aufträge haben. Frachtmarkt. Bumm, bumm, bumm. So. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme sogar das. Da können wir nämlich von da aus vielleicht ein bisschen weiter hier runterfahren. Hoffe ich mal. Andererseits können wir das von hier oben eigentlich auch. Ne? Und den Pullen waren wir jetzt noch nicht so viel, ne? Kommen wir mal die Strecke. Vor allem mal kurz. Achso. Hä? Ah, okay. Ja, komm, die Stücke mehr. Kriegen wir aber 15.000 mehr. Machen wir. Okay, wir fahren los. So, wie viel war das jetzt gerade? Angebot. Ah, 18 Tonnen immerhin. Uiuiui. Ich meine, sollten wir schaffen. Ich weiß ja gerade nicht, was wir für ein Motor haben. Aber. Mal kurz, LKW-Manager. Wir haben 700 PS. Was ihr gerade nicht seht. Egal. Da müsst ihr mir mal glauben. So, okay. So, jetzt.
halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Arschloch. Einmal kurz aufs Gaspedal treten und schon fährst du zu schnell hier. Was ist los? Oh. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rote Welle hier. Nee, nee. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts. Links, rechts? Ich lasse mal hier rechts. Das war eine schöne Fahrt. So. Dann. Ich glaube, wir hätten mal lieber von der anderen Seite reinfahren sollen. Wäre wahrscheinlich angenehmer gewesen. Das hier wird so nicht funktionieren. Nee. Nope. Das können wir direkt mal vergessen.
Was? Aber da ist noch so viel Platz hier hinten. Muss erst wieder vorwärts fahren hier. Oh Mann, du. So. Let's go. Und let's go. So. Schon ist auch ein bisschen besser kontrollierbar. Nimm diese Ausfahrt. Und zieht nicht direkt los, sobald du mal ein bisschen aufs Gaspedal tippst. Immer geradeaus. Trägheit kann auch vorteilhaft sein. Sag ich auch immer meinem Fitnesstrainer. Biege nach rechts ab. So. So, einmal noch ein Kreisverkehr. Und dann bin ich mal gespannt, wann wir wieder auf die Autobahn kommen. Diese Schilder oben, die sind irritierend. Die beiden grünen Schilder, unter denen wir gerade drunter durchgefahren sind, haben ganz klar gezeigt, linke Spur gerade und rechte Spur nach Seite ab. Also, was ist das für eine irreführende Beschilderung?
Ah, das ist ja Betrug. Na egal. Das dumm auch. Was ist das? Amanakolm. Oh, Stück. Hat er doch noch beschleunigt. Super. Nach rechts hin kann ich aber auch nicht, weil er einen Polizeiwagen fährt, wobei der sich jetzt irgendwie zurückfallen lässt. Aber jetzt geht schon wieder los, Leute. Ich blick mal. Interessiert die Polizisten hinten gar nicht. Na gut, der leckt mich. Dann machen wir ein Überholmanöver draus. Hier kommt Ronny. Oh, aha. Spür die Power von Volvo, Bitch. Oh, ich werde jetzt ein bisschen zu schnell, aber hey. Die 20 km/h. Wobei es halt auch so relativ ist, ne? Ich meine, auf einer Autobahn, wo du nach 120 fährst, sind 20 km/h jetzt nicht so viel. Aber in der Spielstraße zum Beispiel. Da wird das schon eine andere Hausnummer. Dezent. Alter, die geht ja hier bergab. Ey, ich komme ja gar nicht mehr auf die 80. Und ich treibe nicht an. Ich roll einfach nur. Ah, jetzt langsam. Okay. Ach ja, Sonnenaufgang. Oh, das war zäckig. Wir haben Teleporten, Bitch. Yeah. Oh, hier sieht es aber schön aus.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Die abgebrochenen Lieder schon wieder, ey. Geht mir schon direkt auf den Sack. Immer geradeaus. Immer geradeaus. So. Gute Position, um Pause zu machen. Ja, das war's für die Folge. Bis dann.